Wir sind zurück auf dem Harzer Klosterwanderweg. Und zwar in Wernigerode. Hier hat ja vor rund 4 Monaten unsere erste Wanderung, der erste Teil unserer Wanderung geendet. Damals im strömenden Regen. Mittlerweile ist es Sommer geworden. Es ist warm, die Sonne scheint und wir stehen hier oben am Schloss von Wernigerode und haben einen wunderbaren Blick hinunter in die Stadt und hinüber zum Harz, natürlich mit dem Brocken. Morgen geht es dann weiter nach Blankenburg, danach nach Thale und am letzten Tag der Wanderung nach Quedlinburg. Wernigerode, auch die bunte Stadt am Harz genannt, ist bekannt für seine vielen Fachwerkhäuser, sein schönes Rathaus, Kirchen und Kapellen. Auffallend ist unter anderem das Krummelsche Haus aus dem Jahr 1674. Sein Fachwerkgerüst ist mit zahlreichen Schnitzereien versehen. So, wir haben Wernigerode, die bunte Stadt am Harz, hinter uns gelassen und sind jetzt hier auf dem Harzer Klosterwanderweg unterwegs. Nächstes Zwischenziel ist Benzingerode. Tagesziel ist Blankenburg. Das heißt, wir werden kurz vor Blankenburg in einem kleinen Hotel wohnen zum Klosterfischer. Das Wetter ist prima. Es ist ein fast schon Spätsommertag. Es ist nicht zu warm. Regnen soll es auch nicht. Wir sind also guten Mutes, diese erste Etappe gut zu überstehen. Ja, wir haben unsere nächste Zwischenstation erreicht auf dem Harzer Klosterwanderweg. Und zwar sind wir beim Kloster Michaelstein angekommen. Das ist in der Nähe von Blankenburg. Wir waren ungefähr 3 Stunden unterwegs von Wernigerode aus. Das waren so knapp 15 Kilometer. Das Kloster Michaelstein ist aus dem 12. Jahrhundert. Hier hinter mir sieht man das Torhaus aus dem 16. Jahrhundert. Ja, was gibt's hier? Hier ist eine Musikakademie des Landes Sachsen-Anhalt. Hier gibt es einen Kreuzgang und Kräutergärten. Und hinter dem Kloster gibt es ein niedliches kleines Hotel, den Klosterfischer mit einigen Fischteichen, wo man den Karpfen wirklich ins Maul gucken kann.
wir Sauerstoff finden. Wir sind gerade beim Kloster Michaelstein aufgebrochen, sind jetzt auf dem Weg nach Thale, gehen jetzt an einem Bächlein entlang auf einem romantischen Waldweg. Nächste Station ist Blankenburg, da sind wir vor allem gespannt auf die Barockgärten. Die ehemalige Residenzstadt Blankenburg gilt auch als Stadt der Villen. Wer aus Richtung Wernigerode den Wanderweg entlangkommt, sieht prächtige Gebäude des Jugendstils und der Gründerzeit. Das kleine Schloss hat seine Ursprünge im Jahr 1725. Von 1914 bis 1918 diente es als einer der Wohnsitze der Familie von Ernst August von Braunschweig und Lüneburg. Heute sind dort unter anderem die Touristinformation und eine kleine Dauerausstellung zur Geschichte Blankenburgs untergebracht. Der dänische Dichter Hans Christian Andersen soll im Jahr 1831 an dieser Stelle gesagt haben: Blankenburg liegt mit ihren roten Dächern und den grünen Gärten wie Kirschen auf einem Kohlblatt. Das große Schloss, es geht auf das 11. Jahrhundert zurück, liegt hoch über der Stadt. Es gilt als das größte erhaltene Welfenschloss. Nach langjährigem Leerstand und Verfall wird es heute von einem Verein Schritt für Schritt instand gesetzt und mit Leben erfüllt. Das große Schloss wird unter anderem für Ausstellungen, Lesungen, Konzerte und für Hochzeiten genutzt. Von Blankenburg aus führt der Weg weiter durch einen Wald und dann an der Teufelsmauer entlang. Der Harz bleibt dabei in Sichtweite. Die Teufelsmauer verläuft im nördlichen Harzvorland. Das Naturdenkmal ist rund 20 Kilometer lang.
Das sogenannte Hamburger Wappen ist eine von mehreren markanten Stellen. Die drei steil aufragenden Felsnadeln ähneln dem Wappen der Hansestadt. Sechste und letzte Etappe des Harzer Klosterwanderweges. Wir sind eben in Thale aufgebrochen und sind jetzt beim Kloster Wendhusen. Das ist das älteste Kanonissenstift Nord- und Mitteldeutschlands, gegründet um 825. Leider hat es heute geschlossen, sodass wir nur hier vom Zaun aus mal einen Blick werfen dürfen, aber immerhin. Der Kurort Bad Suderode ist ein Ortsteil von Quedlinburg. Er liegt am Nordrand des Harzes und hat besonderes Heilwasser. Ein Brunnen zählt zu den stärksten Calciumquellen in Europa. Die Stiftskirche St. Cyriakus in Gernrode gilt als eines der bedeutendsten ottonischen Architekturdenkmale in Deutschland. Sie wurde erstmals im Jahr 962 erwähnt. Die Kirche wurde schon 1521 protestantisch und war damit eine der ersten protestantischen Kirchen weltweit. Abschluss und Höhepunkt unserer Wanderung auf dem Harzer Klosterwanderweg war dann die Welterbestadt Quedlinburg. Sie steht seit 1994 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Quedlinburg gehört zu den größten Flächendenkmalen in Deutschland. In der historischen Altstadt gibt es über 2000 Fachwerkhäuser aus 8 Jahrhunderten.
Am Marktplatz findet sich das Renaissance-Rathaus. In Quedlinburg sind, einfach gesagt, früher deutsche Könige und Kaiser ein- und ausgegangen. Unbedingt sehenswert sind der Schlossberg mit der romanischen Stiftskirche und dem Domschatz. Der Tourismus hat für Quedlinburg eine wichtige Bedeutung. Es gibt zahlreiche Hotels, Restaurants und Cafés. Wichtige Persönlichkeiten, die in der Stadt geboren wurden, waren unter anderem Dorothea Erxleben, die als erste deutsche Frau in Medizin promoviert wurde, Friedrich Gottlieb Klopstock, der Begründer der Erlebnisdichtung, und Johann Christoph Friedrich Gutsmuths, der als Begründer des modernen Sportunterrichts gilt. Die Stiftskirche St. Servatii liegt schon von weitem sichtbar auf dem Schlossberg hoch über der Stadt. Der jetzige vierte Kirchenbau an dieser Stelle wurde im Jahr 1070 begonnen. Von 1936 bis 1945 war die Kirche durch die SS besetzt und entweiht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die beschädigten Turmhelme durch besser passende Pyramidendächer ersetzt. In den beiden Schatzkammern ist der historisch bedeutende Domschatz zu sehen. Hier hat ganz schön viel deutsche Geschichte stattgefunden. Kaiser und Könige sind hier in Quedlinburg ein- und ausgegangen. Die Stadt hat eine Menge zu bieten, viele, viele Fachwerkhäuser, idyllische Gässchen, natürlich hier den Domberg und den Dom. Also es lohnt sich mit Sicherheit, mal nach Quedlinburg zu fahren. Fazit unserer Wanderung, es waren ungefähr 100 Kilometer. Es waren viele interessante Punkte, es gab aber auch einige Längen zwischendurch, wo es dann doch etwas langweilig wurde und zum Teil auch ganz schön anstrengend war. Aber wir haben es durchgehalten. Von Goslar bis Quedlinburg, Harzer Klosterwanderweg in insgesamt 6 Etappen in 2 Teilen im Jahr 2024.